Ja, das Jahr 2012 war ja ein sehr bewegtes Jahr, also zumindest in meinem Leben, ich nehme an, in eurem Leben auch und den Leben der Menschen um euch herum. Das Jahr geht zu Ende. Wir werden uns sicherlich alle irgendwo fragen, wie geht das nächste Jahr weiter, was bringt das nächste Jahr? Gerade weil es so ein hartes Jahr war, fragt man sich, was kommt jetzt in die Manifestation, was kommt in die Umsetzung? Und ich habe auch die Engel gebeten, mit mir zusammen ein Engel-Orakel für das Jahr 2013 zu erstellen. Ich habe jetzt hier in der Mitte die Blume des Lebens gelegt, quasi so als Rundung für das Ganze, als inneren Rahmen. Und wir fangen oben an. Entschuldigung, das ist die 12. Die 12 ist auch der Monat 12, also der Dezember. Das ist der Monat 1, der Januar. Damit fangen wir gleich an. Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Ja, also ihr könnt euch orientieren wie an einer Uhr. Und ich habe vorher ausgependelt, welche Karten für welche Position verwendet werden. Und ja, bin einfach sehr gespannt, welche Botschaften jetzt kommen, weil ich da sehr intuitiv rangehe. Denn natürlich haben viele der Karten noch Botschaften, die sehr stark mit der dritten Dimension zu tun haben, mit dreidimensionalem Denken, mit Ängsten, Ego-Antrieben und so weiter. Und wenn wir das jetzt hinter uns gelassen haben im Dezember, dann werde ich jetzt intuitiver an die Karten gehen und von den Engeln werde ich Informationen eingegeben bekommen, wie diese Karte jetzt zu verstehen ist für diesen Monat. Ja? Also es wird etwas abheben von den vielleicht üblichen, teilweise von den üblichen Interpretationen, aber es sind nicht so viele Karten, wo es also sehr stark abweicht. Ja? Also schaut mit mir einfach mal in die Zukunft und wir fangen an mit der Position 1, dem Januar. Und da haben wir, und das finde ich wirklich wunderbar, die Karte 20. Und wir sehen ein wunderschönes, fantasievolles, also das ist ein Pferd. Und es sieht wunderschön aus, fast wie aus so einem Karussell entsprungen. Und es hat auch Flügel, das sieht aus wie Schmetterlingsflügel. Das könnte ein transformierter Schmetterling sein, ja, ein fliegendes Pferdchen, auf dem man reiten kann und mit dem man verreisen kann durch die Welt. Vielleicht auch in anderen Dimensionen. Und wir sehen unten ein Labyrinth, ja, was vielleicht steht für Verirrung, Verwirrung, Orientierungslosigkeit, ja, Suche, verzweifelte Suche auch, ne, auch sich verirrt fühlen, ja, sich verloren fühlen. Und dieses Pferd hebt jetzt ab aus dieser irdischen Verwirrung. Ja, es hebt ab und fliegt. Es hat Flügel bekommen. Ja, es hat sich transformiert und es hebt ab. Und die Karteninschrift sagt Höhenflug. Damit starten wir also das Jahr 2013 mit einem Höhenflug. Ist das nicht toll? Ja, und es geht darum, bei dieser Karte, ja, dass wir abheben, dass wir die bisherige Welt, in der wir herumgeirrt sind, ja, im Jahr 2012, das könnte man ja auch sagen, wie die Jahresringe des Jahres 2012, in dem wir rumgeirrt sind, jetzt abheben und das Ganze von einer höheren Warte aus wahrnehmen. Von einer höheren Warte auf unser Leben blicken, auf unser zurückliegendes, aber auch auf das Leben, was vor uns liegt. Ja, wir haben eine ganz andere Ebene erreicht, in der Tat, ja, eine höhere Dimension, Ebene, von der aus wir jetzt das Leben anders betrachten können. Ja, mit viel mehr Leichtigkeit. Ja, wenn ihr euch das Pferd anschaut, das ist so, hat so wunderschöne Girlanden hier und es ist so eine Leichtigkeit, Fröhlichkeit, Farbigkeit, sehr positiv. Und auch die Wolken sind zu sehen, ja, die Welt der Gedanken. Das heißt, unsere Gedankenwelt ist erfüllt von diesem Höhenflug, von dieser Leichtigkeit. Ja, wir haben leichte Gedanken, angenehme Gedanken. Ja, hier drumherum, die Bäume fangen an zu blühen, ja. Und das ist so, ja, also einfach, wir blühen auf. Wir blühen auf und es erblüht etwas völlig Neues, was wir noch erobern wollen. Ja, das ist die Botschaft für den Januar. So wunderschön. Ganz toller Auftakt. Und der Februar, da haben wir die Göttin Diana mit zielgerichteter Absicht. Und wir sehen die Göttin Diana, wie sie einen Bogen in die Hand nimmt, Pfeil und Bogen. Und wie sie sehr entschlossen hier ankommt und ihr Ziel verfolgt. Und die Inschrift sagt, richte deine Gedanken, Gefühle und Taten unentwegt auf dein Ziel, dann wirst du es auch erreichen. Ja, und was, wenn der Höhenflug überwunden ist, natürlich wichtig ist, aber mit Hilfe dieser höheren Perspektive, die wir haben, wir können jetzt unsere Ziele neu justieren. Wir können jetzt für das Jahr festlegen, was wünsche ich mir für dieses Jahr? Was möchte ich erreichen? Was ist eigentlich mein wirkliches Ziel? Ja, wir waren in 2012 hier an vielen Stellen damit konfrontiert, nochmal festzustellen, was wünschen wir uns. Und das war so schwer in dieser dritten Dimension, in der Schwere, in der Dichte dieser Dimension, wirklich Höhenflüge hinzulegen, ja, und wirklich zu sagen, ich kann viel mehr erreichen, als mir jetzt klar ist. Das war einfach schwer.
Und jetzt nach diesem Höhenflug, nachdem wir die Position eingenommen haben, jetzt können wir unsere Ziele neu justieren. Jetzt sehen wir, was kommt auf uns zu, wo will ich hin. Ja? Und Diana hilft uns dabei, die Göttin, das Ziel zu manifestieren, ja, und zu verfolgen. Da ist sie sehr entschlossen. Ja, das ist die Botschaft dieser Karte. Der Monat März. Da haben wir Erzengel Raziel mit spirituelles Verständnis. Er sagt, ich bringe dir esoterische Informationen und Symbole und helfe dir, spirituelle Wahrheiten zu verstehen. Und er hält die Blume des Lebens hoch. Wir sehen die Friedenstaube, die auch das Christusbewusstsein symbolisiert. Ja, und es geht jetzt um viele Symboliken, mit denen wir schon in 2012 eingangs konfrontiert wurden. Und ich nehme an, dass einfach in 2013 wir noch viel stärker in die Symbolsprache eintauchen werden, der fünften Dimension, der Engelwelt, der spirituellen Welt und noch mehr erfahren, was ja, hinter diesen Symbolen steckt, hinter den Portalen, hinter der Astronomie, dem planetaren Bewusstsein. Also wir werden sehr viel spirituelles Verständnis bekommen. Und es kann sein, dass das sich einfach auch ausdehnt, weil wir haben ja in 2012 noch viele Menschen gehabt, die noch gar nicht erwacht sind. Das heißt, hier gibt es einen Nachholbedarf bei den Menschen, die jetzt erstmal ja auch ein bisschen verstehen sollen oder erfahren sollen, was eigentlich dahinter steckt. Und das scheint ein Monat zu sein, wo das sehr wichtig ist oder wir das vermitteln können oder auch vermittelt bekommen von der geistigen Welt. Ja. Im April haben wir den wunderbaren hinduistischen Gott Ganesh, ja, den Elefanten, und mit der positiven Botschaft, ja, ja. Also alle Hindernisse, heißt das, werden beseitigt. Ganesh ist der Gott, der alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Alles, was uns noch vielleicht noch nicht ganz frei gemacht hat, was uns noch festgehalten hat, was uns ja sich noch nicht manifestiert hat vielleicht auch, wird jetzt beseitigt und jetzt kommt Ganesh und macht den Weg frei. Also eine sehr, sehr optimistische Karte für das Jahr und für, vor allem für den Monat April. Für den Monat Mai haben wir, das ist Leonardo da Vinci, der Meister dieses Bildes, der vitruvianische Mensch. Und hier geht es in der Tat auch wieder um die heilige Geometrie, denn Leonardo da Vinci hat mit der heiligen Geometrie gearbeitet, mit den geometrischen Formen, Quadrate, Kreise, die auch den goldenen Schnitt ausmachen, ja, also wie harmonisch Körper sich ineinander fügen. Ich bin da jetzt kein Kenner dieser Materie, also in der Kunstszene kann ich jetzt nichts zu sagen, aber auf jeden Fall sagt das Begleitbuch, dass es hier wieder um Geometrie geht, darum, was die mit unserem Leben zu tun hat. Also wir kommen jetzt einfach in der fünften Dimension in andere Zusammenhänge, um zu erfahren, was, wie sich diese heilige Geometrie auf unser Leben auswirkt, ne? Und auch hier auf den Menschen, ja, wie es hier zu sehen ist. Also ganz spannend für den Mai. Für den Juni haben wir die Karte Freedom, das heißt Freiheit. Und wir sehen einen meditierenden Menschen, der vibriert. Wir sehen hier auch, der hat so eine Aura. Das vibriert auch alles ein bisschen. Also Meditation ist natürlich weiterhin wichtig. Sich mit dem Göttlichen verbinden konstant. Und hier stehen eine Menge Worte drin, die zu mich mal ran. Akzeptanz, Frieden, Ruhe, Meditation, positiv, Liebe, Intuition, Freiheit, Glück, Zuhören, Balance, Stille. Also all diese Dinge im Juni spielen eine Rolle. Entweder das Meditieren, um in der Ruhe zu bleiben, weil vielleicht doch ein paar Umwälzungen um uns herum passieren. Aber hier geht es darum, die innere Ruhe zu haben und die Gedanken zu ordnen. Und die Inschrift sagt, lass deine Sorgen und negativen Gedanken gehen. Erlaube ihnen nicht, sich dir deine Kraft zu rauben. Ziehe Kraft aus deinen Gedanken und fokussiere dich auf Klarheit. Ne? Und das kann man mit Hilfe der Meditation tun. Also hier gibt es nochmal Bedarf zu meditieren und in die Ruhe zu gehen. Und im Juli haben wir die Erde mit dem Thema Kindheit und Unschuld. Und was wir alle sind, wir sind Kinder Gottes. Ja, wir sehen hier zwei spielende Kinder in der Natur und die von der Sonne angeschrien werden. Und es geht darum, entweder, dass wir unsere Unschuld wieder entdecken, dass wir sind wie die Kinder, dass es wichtig ist, sich mit Kindern zu umgeben, mit dem Kindlichen, Verspielten, dem ja, Unverletzten, sich nicht zu schützen, sondern einfach sich zu öffnen für die Liebe und für das Licht und ja, wirklich ein bisschen wie die Kinder zu sein wieder im Juli. Ja. Und im August
haben wir auch eine wunderbare Karte von den Elfen und Feen. Dein Wunsch wird erfüllt. Und wir sehen hier eine wunderschöne kleine Elfe, die so einen Blütenstaub oder so einen Zauberstaub hier bläst, inhaliert und anschaut. Und das ist wirklich, ihr Wunsch wird wahr. Worum du gebeten hast, das wird geschehen. Ja, also da August ist offenbar ein Manifestationsmonat, wo ganz viele Dinge, an denen wir vielleicht in dem ersten Halbjahr gearbeitet haben, die in dieser neuen Welt, in dieser neuen Dimension zu erreichen, sich erfüllen werden. Dann haben wir den September mit Erzengel Michael. Und Erzengel Michael teilt uns mit, deine innere Führung ist real und vertrauenswürdig. Und das bedeutet, dass wir wirklich, wenn wir mit unserer Intuition in Kontakt sind, dass wir vielleicht bis September auch wirklich gelernt haben und verstanden haben, dass wir uns darauf verlassen können. Für viele wird das Neuland sein, für viele werden ihre Intuition vertiefen und verstärken in der neuen Dimension, aber viele müssen sich auch erst zurechtfinden damit und erst Vertrauen lernen, dass das, was sie da spüren und fühlen, wirklich so kommt und wirklich so ist. Ja? Und die Inschrift sagt auch das Gebet, bitte hilf mir, die göttliche Führung, für die ich gebetet habe, klar zu hören, zu sehen, zu fühlen und zu wissen. Erlaube mir, mein Ego im Zaum zu halten, damit mich deine Weisheit durchströmen kann, zu meinem eigenen Segen und zum Segen der Menschen in meiner Umgebung. Ja, also hier, das ist quasi die Begegnung mit dem höheren Selbst, die Verschmelzung mit dem höheren Selbst, die stattgefunden hat und jetzt wirklich in Harmonie zu leben miteinander. Dann haben wir den Oktober, da haben wir eine hawaiianische Karte, die heißt Kala, Freiheit. Und hier sehen wir wieder einen Vogel, ja, der seine Flügel ausgebreitet hat und der Sonne entgegenfliegt. Ja, der völlig frei ist, der schwebt, auch über den Dingen, der die Dinge von oben beobachtet. Und die Inschrift sagt, alles ist möglich, es gibt keine Grenzen, alles ist fließend mit allem verbunden, sei frei, sei brillant. Also auch wieder das Thema Freiheit, was wir schon im Juni hatten, kommt hier nochmal. Ne? Also das Gefühl, frei zu sein und so festzustellen, ich kann wirklich all das tun, was ich tun möchte. Es gibt keine Begrenzung mehr. Es gibt die Polarität und die Negativität nicht mehr, die mich begrenzt, die mich auffällt, die mich bremst. Ja? Dann haben wir hier die Karte Kinder. Das ist der November. Wir sehen einen Engelmann mit zwei kleinen Kindern, ganz verspielt. Und er hält auch einen Erntekorb. Das passt auch zum Oktober. Und die Inschrift sagt, lieber Erzengel Raphael, danke, dass du mir hilfst, Kindern zu helfen. Also im Monat November geht es darum, den Kindern zu helfen, sich den Kindern zu widmen, vielleicht auch wieder ein bisschen wie die Kinder zu sein, sich kindlich zu freuen, sich auf das Weihnachtsfest zu freuen und ja, das Kind in sich zur Geltung zu bringen, aber auch für Kinder da zu sein. Ja? Also, ja, und kommen wir schon wuppdiwupp zum Dezember. Und der Dezember ist gekrönt durch das Thema Gerechtigkeit. Das wird da eine Rolle spielen in diesem Monat. Und wir sehen hier einen Engel, der zwei Waagschalen in der Hand hält und sich für die Gerechtigkeit einsetzt. Deine Lebensaufgabe hat damit zu tun, Menschen, die deine Hilfe brauchen, Fairness und Schutz zu bringen. Also was auch immer in einem Monat, in einem Jahr los sein wird, es geht hier sehr stark darum, dass jetzt Gerechtigkeit stattfindet. Dass vielleicht man auch erstmals wieder das Gefühl hat, die Dinge laufen so gerecht, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Fairness ist etabliert. Es kann sein, denn es werden ja viele Umwälzungen jetzt kommen, angetreten werden mit den Energien im Dezember. Und es ist möglich, dass einfach die Welt sich sehr stark auch noch in 2013 transformieren wird. Es ist nicht nur möglich, es ist sogar nötig. Ja, wenn wir bessere Verhältnisse haben wollen, wenn wir gerechtere Verteilung von Geld haben wollen, von Eigentum und so weiter, also im Prinzip eine Verbreitung von Eigentum, nichts gehört jemandem, sondern jeder kann alles nutzen, dann ist das sicher gerecht. Und dann habe ich das Gefühl, dass das vielleicht auf der 12, also im Dezember, erreicht werden kann. Dass wir vielleicht schon ein Jahr haben, in dem wir sehr zu uns selber finden, aber in dem auch die Welt zueinander findet. Und zwar auf der Erde auch wirklich diese Gegebenheiten jetzt schafft. Nicht nur im Bewusstsein, denn was im Dezember passiert ist, dass das Bewusstsein sich verändert. Was sich verändern muss, ist der Planet Erde, die Manifestation des Ganzen. Wo ist der Reichtum? Wer hungert noch? Was ist zu tun? Was ist zu transformieren, was wird neu? Also wir werden schon auch ein umwälzerisches Jahr haben, aber ich habe das Gefühl, dass die Engel uns da helfen und die geistige Welt, ne, indem sie uns in diese spirituellen Geheimnisse einweiht, wir das Gefühl bekommen, wir sind frei, wir sind nicht mehr gebunden. Ne? Wir sind frei, diejenigen zu sein, die wir sein wollen. Und das ist, finde ich jetzt, also vor allen Dingen eine sehr starke Karte dann, die 12,
dass das alles möglich wird und wir wirklich Gerechtigkeit finden und keiner mehr benachteiligt ist auf diesem Planeten. Ja, also ein wunderschöner Schlussstein für dieses Engel-Orakel des Jahres 2013. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ja, wünsche mir und euch allen auch ein wunderschönes Jahr 2013, einen wunderschönen Höhenflug im Januar und genießt den Übergang bis dahin. Und ja, ich bin gespannt, ob sich das alles so manifestieren wird. Macht's gut, tschüss.